PJ Masks. Romeo, wir hätten wissen müssen, dass du was vorhast. Keine Sorge, wir kriegen dich, wie immer. Aber diesmal bin es nicht nur ich. Darf ich vorstellen, die brandneue Schurkenallianz. Ich gehe recht in der Annahme, dass ihr Luna Girl und Nacht-Ninja bereits kennengelernt habt. Ha! Deine Kräfte können uns nichts anhaben. Nun, wenn das stimmt, dann sollten wir dir vielleicht besser deine Kräfte abnehmen. Was war das? Warum nutzt du nicht deine Kräfte und findest es heraus? Super Katzentempo! Super Gecko Stärke! Eulenflügelwind! Oh. Du hast unsere Kräfte gestohlen! Das ist richtig! Schurkenallianz, sucht euch eine Kraft aus! Super Geschwindigkeit für mich! Ich glaube, ich habe Lust auf Flugkräfte! Supertarnung. Lasst uns Verstecken spielen. Ich verstecke mich und ihr sucht. Intruder alert. Wir müssen einen Weg finden, unsere Kräfte zurückzugewinnen, bevor sie die ganze Stadt übernehmen. Die Maschine, sie haben sie unbewacht gelassen. Haben wir das? Rückzug! Rückzug! Ohne unsere Kräfte sind wir, naja, machtlos. Sind wir das wirklich? Schnell, helft mir! Der 3-in-1-Combo-Jet. Ich kann vielleicht nicht selbst fliegen, aber ich habe nicht vergessen, wie man den Jet fliegt. Welches Chaos sollen wir zuerst entfesseln? Das ist ein guter Anfang. Oh, oh. Lasst uns den Jet aufteilen. Ihr werdet mich nie fangen, Catboy. Wir befinden uns derzeit in einer Höhe von... Du machst dir nicht mal die Mühe, mich zu jagen. Manchmal sind die einfachsten Verkleidungen die besten. Zeit, unsere Kräfte zurückzuholen. Und alles ist wieder zurück auf normal. Woohoo, woo! Yes! Woohoo, woo! Woo! Woohoo! All right! All right! Jemand stiehlt jede Menge Sachen aus der ganzen Stadt. Bänke, Tische, im Grunde alles, was nicht im Boden verankert ist. Ringelndes Reptil, wer könnte das sein? Katzenohren. Es ist Nacht-Ninja, unverwechselbar. Eulette, kannst du herausfinden, wo er ist? Überlass das mir. All right, yeah! Ich habe Nacht-Ninja gefunden. Er ist beim Rathaus und es sieht so aus, als würde er etwas bauen. Einen massiven Haufen aus Schrott. Verstanden. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Mal sehen, was du wirklich im Schilde führst, Nacht-Ninja. Und jetzt das letzte Puzzleteil. So zähflüssig, so schleimig. Warte, das habe ich schon mal gesehen. Er ist der klebrigste Schleim der Welt. Der sollte nicht in die falschen Hände geraten. Ich bin diesem Superschleim schon seit Monaten hinterher. Und jetzt kann ich ihn endlich gut einsetzen. Höchste Zeit, das Nacht-Ninja-Superflugzeug zusammenzubauen. Oh oh, das ist nicht gut. Halt! Nacht-Ninja! Oh, hey! Mickrige PJ Masks! Ihr kommt gerade rechtzeitig für den Jungfernflug von Nacht-Ninja Airways. Damit kann ich meine klebrigen Klumpen über die ganze Stadt verteilen. Bald wird sie ganz unter meiner Kontrolle sein. Ich würde euch ja an Bord begrüßen, aber... Ihr seid nicht willkommen, also tschüssi! Wir müssen ihn aufhalten. PJ Masks, Es ist Zeit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Oder besser, Jet mit Jet. Verbinden wir unsere Jets zu einem 3-in-1 Combo-Jet. Diese Stadt wird in einer ziemlichen Schweinerei aufwachen. Wir sind wohl zum Spielen herausgekommen, aber nicht für lange. Zeit, das super klebrige Netz auszuwerfen. Nett von euch, mir Gesellschaft zu leisten, PJ Masks. Keine Sorge, Jet Booster aktivieren. Ich habe eine Idee. Hey, Nacht-Ninja, komm und stell dich uns. Ein 1-gegen-1-Luftduell. Oder hast du zu viel Angst? Angst? Pah! Dieses Ding ist wie für ein Duell geschaffen. Wette gilt. Wer ist jetzt das Weißei? Ihr steckt in der Falle. Oh oh. Was für ein super klebriges Durcheinander. Das war klasse, Eulette. Nun, es gibt nur Platz für einen Superjet in diesem Himmel. Grrr, ich kriege euch noch, PJ Masks. Lasst euch das gesagt sein. ist meine Party. Kleine Schwester, lad mich auf! Glauben die wirklich, meine Einladung gilt einer blöden Katze, einer schuppigen Eidechse und einer... Überraschung! Ha! Hey! Der Tee ist serviert. Ich sag Dankeschön. Und wie fandet ihr das Flugmanöver? Ich bevorzuge diesen hier. Den Truthahn-Trudeln. Eulette! Immerhin haben wir das Teeservice. Komm schon. Los, bringen wir das Teeservice dorthin, wo es hingehört. Teetassen ziehen lassen. Das hat Spaß gemacht. Gehen wir zur Festung? Partyspiele? Klar doch, Schwesterchen. Was? Dem Berg und muss unbedingt hier bleiben. Aber meine Schriftrolle sagt, er verleiht mir die volle Kontrolle über den Berg. Er ist offensichtlich für mich bestimmt. Niemals! Und es ist nicht deine Rolle. Was machen wir jetzt? Ich hab dir den ganzen Abend lang viel erzählt, aber du kennst den Berg am besten. Ich weiß, dass er große Kräfte hat, aber ich weiß nicht genau welche. Lass mich zuhören. Lass es mich fühlen. Der Berg sagt, wir sollen warten. Warten? Ist das alles? Komm schon! Komm schon! Mit absoluter Sicherheit. Hab Geduld. Nacht-Ninja, leg ihn hin. Es ist nur zu deinem Besten. Niemals! Was soll das werden? Warte, Catboy, warte. Lass los. Seine Macht ist rein. Nur wer sie verdient, wird triumphieren. Mein Stab! Das Warten hat ein Ende, mein Freund. Zu warten ist nicht leicht für mich. Tut mir leid, dass ich ungeduldig war, Anju. Entschuldigung angenommen. Dann haben wir am Ende wohl doch ein Drachen-Katzen-Ding gemacht, hä? Wo ist denn der goldene Stab hin? Das ist ein weiteres Geheimnis. Wow! Folgt mir. Die Drachenmeisterin ist die Beste. Die zweite Aufgabe testet, wie stark der Wille ist. Vielleicht solltest du ihr mit deinen Super-Gecko-Muskeln helfen. Eine Drachenmeisterin gibt niemals... auf! Ich hab's geschafft. Großartig! Du bist eine Drachenheldin! Pagode kann uns nicht ewig beschützen. Ja, wie sieht die dritte Aufgabe aus? Babyleicht? Vielleicht? Das ist Aufgabe 3. Der Drachenmeister wird getestet auf... Das würdet ihr nicht verstehen. Ich muss mich beeilen. Sag uns einfach, wenn wir dir helfen können. Ah! Sie hat ihn gefunden! Oh nein, nicht schon wieder! Schon wieder? Ich habe es schon mal versucht. Oh, und ich habe ein weiteres Mal versagt. Der Talisman kennt die Wahrheit. Ich bin keine Drachenmeisterin. Noch nicht. Ruf sie zurück, Luna! Okay. Hä? Ist nur eine Übung. Übung wofür? Oh, brauchst du etwa eine Flugstunde, Eulette? Was? Romeo, jetzt zahle ich dir heim. Darf ich? Motten? Die können mit meinen brillanten Erfindungen nicht mithalten. Hör auf damit, Luna. Wir klären das. Das werden wir. Ich lenke ihn ab. Hast du ein kleines Flugproblem? Ich doch nicht, Spatzenhirn. Ich bin der Schurke der Lüfte. Oh! Spitzenmäßig. Antriebsdüsenfehlfunktion. Du steckst mit Luna unter einer Decke? Ich verhindere nur, dass Romeo die Insekten verteilt. Kommt schon, ist nur ein harmloser Spaß. Wir sind Helden, Eulette. Wir sollten immer nur Gutes tun. Aber ich tue nur Gutes. So oder so, er hat angefangen. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Na, wie kommt ihr nervigen Motten mit meinem Eisstrahler zurecht? Hör auf, Romeo! Wie wär's, wenn du aufhörst, Katzenbaby? Los, verschwinden wir! Du musst damit aufhören, Eulette. Du verschlimmerst es nur noch. Romeo ist der die schlimmen Dinge tut. Ich finde, für eine PJ Masks bist du ganz okay, Eulette. Holen wir uns den Eisstrahler? Wie? Ich habe die Motten. Du kannst diese Flattersache ja machen. Eulenflügelwind? Huh? Zu 0 für uns. Gut gemacht, Roboterkumpel. Oh. Bereit für die nächste Runde? Wie du befiehlst, Gürteltier. Kumpel? Ein Kumpel ist nicht jemand, der einfach nur tut, was man sagt. Tja, Aber es macht Spaß, wenn sie es tut. Gürteltier, er ist der Boss. So ist es. Aha, was wisst ihr PJs schon? Ihr sagt mir ständig, was ich tun soll. Nur wenn du Sachen machst, die keinen Sinn ergeben. So wie jetzt. Ah! Runde 2. Roboterringen. Wie wär's denn, wenn wir trainieren, die Welt gemeinsam zu retten? Wäre lustig und nicht so gefährlich. Wir könnten Tipps austauschen, uns gegenseitig Moves zeigen. Nee, ich will Roboterringen. Ich auch. Legen wir los. Komm schon, Roboter, zeig ihr, wer der Beste ist. Aber das sind doch Sie, Meister. Gewinn endlich! Roboter ist glücklich. Das schießende Teil ist auf keinen Fall besser als ein PJ-Kumpel. Ich weiß, Gecko. Sorgen wir einfach dafür, dass nichts zerstört wird. Okay, keine Schläge unterhalb des Rumpfes. Jetzt hab ich dich! Was? Oh, meine Schrauben sind locker! Ich schaffe das, Meister! Oh nein! Boom! Roboter hatte ich jetzt! Stopp, nicht kitzeln! 1:1! Übernehme die Weltherrschaft. Geht's dir gut? Besser als je zuvor, Kumpel. Wunderbar. Zeigen wir Romeo, dass du wirklich die beste Helferin aller Zeiten bist. Du bist mein bester Freund. Hier geht's zur Gelassenheit? Deshalb will der stolpernde Steinkopf meinen Berg hinaufstapfen. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Aber wie? Kommt schon, als wäre der Einsatz von Klebeklatschern einem Superstar-Ninja würdig. Na schön, aber das war meine Idee. Hiya! Meister, ist das ein friedvoller Bergvogel? Nein, es ist ein nerviger Ninja-Klebeklatscher. Ninjas! Stress. Super Katzentempo. Tja, und wenn schon. Richtig weiser Meister Catboy, auf dem Berg kann mich nichts aus der Ruhe bringen. Du hast wie ein wahrer Held gesprochen. Aber gehen wir bis zum Gipfel, nur sicherheitshalber. Erdferkel Till ist cool geblieben. Aber ich weiß schon, wie ich ihm auf die Nerven gehen kann. Böser Planlacher. Genug! Der Berg funktioniert wirklich! Ich fühle mich total entspannt! Ja, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ah, dieser weiche Flummi hier ist super entspannend. Ach ja? Aha. Dann ist das wohl ein antikes Steinkissen. Wird seit dem Altertum genutzt, um auf ihm die Gedanken zu entspannen. Ich will dich ja nicht stressen, Meister Catboy, aber ein Steinkissen? Ja, was für ein Glück, dass so eins hier einfach herumliegt. Tja, ich an deiner Stelle würde ja weglaufen, bevor mein Haustierdrache zurückkommt. Ich gehe nirgendwo hin. Gut, ich hab dich gewarnt. Huhu, Drache! Hier ist ein Eindringling! Gib mir die Steine! Ich würde tun, was ihr sagt, Nacht-Ninja. Was? Was macht ihr denn hier? Ich sagte doch, ihr solltet in eure Welt zurück. Auch schön, dich wiederzusehen. Wir sind hier, um zu helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das ist mein Zuhause. Ich beschütze es. Psst. Angelinus, holt schnell die restlichen Steine, während sie streiten. Nein! Hey, wo ist sie hin? Offensichtlich ist sie vor Angst abgehauen. Von wegen Beschützerin des Berges. Jetzt werde ich meine neuen Kräfte freisetzen. Noch ist es nicht zu spät, um wegzulaufen, PJ-Plagegeister. Wir werden nirgendwo hingehen. Okay, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Sehen wir doch mal, was dieser hier kann. Scheint so, als könnte ich mit diesem hier alles zu Stein verwandeln. Einschließlich euch. Oh, oh! Aufteilen! Nacht-Ninja! Hier oben! Komm zurück! Superkatzen-Tempo! Wo ist der hin? Dumme PJs! Gegen den ultimativen Ninja habt ihr keine Chance! Passt auf, was jetzt kommt!